Ja, schönen guten Tag. Es ist schon wieder Donnerstag. Ja, der Era hier mit dem ersten Panzer des Tages. Ja, ich hatte eine stressige Zeit irgendwie gerade und habe beschlossen, ja, ich fahre einfach was den Stress gut reduziert und was einfach nur Spaß macht. Ja, wir haben den Hetzer rausgekramt. Den mag ich ja immer wieder gerne. Ist ein kleiner Liebling von mir. Und dann ist es halt die Woche der Tank Destroyer. Da waren jetzt schon ein paar da. Ich fahre den natürlich mit der 10,5er, was soll es, HE. Und einfach schön draufschießen und dann hoffen, dass was platzt. Ja, wir haben leider ein bisschen Pech gehabt. Sechsergefecht ist jetzt nicht unbedingt die Umgebung, wo man sich hier mit einem Hetzer wohlfühlt. Wir sind im Waldpark unterwegs. Gegner hatten KV-2 und so einige andere lustige Geschichten. Ja, also hier werden wir jetzt wahrscheinlich das Gefecht nicht alleine reißen. Wir müssen jetzt einfach gucken, dass wir ein Stück weit uns schön positionieren und ein bisschen Supportfeuer machen und viel mehr Optionen werden wir immer nicht haben. Ja, ich versuche zu der Schranke zu kommen. Also ich habe immer gute Erfahrungen damit gemacht, da hochzufahren. Aber wir sind halt leider echt zu langsam. Das macht es gerade echt ein bisschen schwierig, rechtzeitig in Position zu sein, um auch einen Schuss zu kriegen. Und da sind wir direkt schon aufgespottet. Wenn es jetzt scheiße läuft, gibt es bum 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 und wir sind direkt kaputt. Das wäre höchst ärgerlich. Wir müssen uns erstmal hier hinter die Mauer zurückziehen. Genau, und dann haben wir da oben schon das erste Opfer. Wir zielen und... Ah! So ein Rotz! Also den hätte ich schon ganz gerne, den Abschuss gehabt. So eine Arti schießt man ja dann grundsätzlich doch immer ganz gerne. Ja, 2-1 steht's. Und wir versuchen jetzt davor an diese komische Häusertruppe zu kommen. Weil von da aus kann man halt relativ gut hinter die Bahnschienen schießen. Da können wir genau das machen, was wir uns so vorgenommen haben. Einfach so ein bisschen den Support machen, ohne selber so direkt ins Gefecht zu kommen. Jawohl, und da haben wir tatsächlich unseren ersten Schaden gemacht. Wir haben den Chefi erwischt. Da ist ein dicker Max. Der ist natürlich ideal, wenn man ihn trifft. Naja, da hätte man durchaus ein bisschen mehr Schaden erwarten können mit dem HE, weil da ist ja nur eigentlich keine Panzerung dran. Ja, mal schauen. Ja, der Gegner hat irgendwie seine Artis alle am Rumlaufen da. Ja, ich glaube, die Nummer läuft relativ zügig in unsere Richtung 6-2. Hier wird wahrscheinlich nie mehr viel passieren. Da unten ist ein Hetzer. Ja, da unten war ein Hetzer. Da ist ein Typ T-34, der gerade eine gefangen hat. Und jetzt ist er auch kaputt. Ja, 11-3. Die Nummer ist relativ schnell, brutal und einfach ganz schnell vorbei. Der KV-2 ist noch, dann da hinten noch einer und ein Skoda. Und der Skoda steht hier unten. Das heißt für uns, wir gucken mal, ob wir da noch einen Schuss raufkriegen. Ich will halt leider nicht der sein, der vorfährt. Das muss ich auch zugeben. Ach Gott. Und der Skoda hat sich auf die Seite gelegt. Also insofern, ja, mal gucken. Ach schade, wenn er noch rausgekommen wäre. Ja, dann war das schon das erste Gefecht des Tages. Ja, Hetzer, schnell, brutal und gemein. Ja, 3 Schuss, 3 Treffer, 500 Schaden. Ich würde jetzt spontan behaupten, ja, komm, wir machen noch eins. Das ist ja sonst für ein Video echt zu langweilig und zu wenig. Okay, war eine scheiß Idee. Weil eigentlich soll man mit dem Positiven aufhören. Ja, wir sind im Sechsergefecht, wir sind tatsächlich der einzige Vierer. Das macht es jetzt persönlich für mich ein bisschen... Also der Hetzer macht halt tatsächlich echt ein bisschen mehr Spaß, wenn der Gegner jetzt nicht ganz so übermächtig ist. Mal schauen, was wir reißen können. Also, wir sind im Wadi, wir sollen die ganze Schoße verteidigen. Ich guck mal, ob mir da was gelingt. Oh, wir haben eine Tok. Auch schön. Da könnte man ja vielleicht im Kofferraum mitfahren. Das wäre ja vielleicht eine feine Geschichte. Ja. Da ist er.
Naja, ich würde ganz gerne davor an die Kante. Ich bin mir aber ziemlich sicher, wenn ich das mache, bin ich quasi auch tot. Deswegen, ich stelle mich jetzt einfach mal hier hinten hin, auch wenn ich mit der Kanone natürlich nachweislich kein Sniper bin. Aber meistens reicht es ja einfach so ein bisschen störenderweise dazu zu schieben und ein bisschen damit reinzuknallen und dann wird es gut sein. Mal gucken. Ja, ich stelle mich mal hier oben hin. Und harre der Dinge, die da kommen mögen. Aber wir haben natürlich jetzt niemanden, der da vorne auch nur in der Ansatzweise in der Lage ist, irgendwas aufzuspotten. Das ist ein bisschen ärgerlich. Deswegen ist es halt schwierig für uns. Also wir müssen jetzt einfach tatsächlich nur hier rumstehen und hoffen, dass dann irgendwas in Sichtweite kommt. Ja, da ist ein Stuck irgendwo. Aber ist halt weit außer Sicht. Können wir schlecht schießen, wenn wir nichts sehen, wa? Ja, gut, wir warten einfach mal. Wir sollen ja eh verteidigen. Gegner soll uns ja angreifen und da kommt direkt sowas, was wir nicht sehen wollten. Ein T1 Heavy. Ja, ist für die HE-Knarre jetzt nicht unbedingt der Gegner, weil wir machen halt wirklich tatsächlich minimal Schaden. Und da kommt noch ein KV-2. Ja, mal gucken. Wir haben in die Wicken geschossen. Und jetzt kriegen wir unsere Kanone nicht runter. Aber da ist der ELC. Oh, also komm! Mit der 10 halber und dem ELC auf die Seite. 100 Schaden ist doch nicht euer Ernst. Jetzt haben wir. Oh, jetzt sind wir aufgespottet. Das heißt für uns ganz schnell abhauen, ganz schnell sich vom Acker machen. Da oben ist der Krombel. Mal gucken, der ist, wäre von der... Schade, der war verschwunden. Ich hoffe, dass ich ihn trotzdem getroffen habe. Ja, wir kriegen halt unsere Kanone nicht so schön runter, wie wir das... Also den Krombel haben wir definitiv erwischt. Uiuiui, ja, die legen wir gerade schon wieder sehr schön auseinander. Also das Gute ist, wir können definitiv mit einem Sieg aufhören. Ich muss hier nicht mit einem traurigen Niederlagen Roundup beenden. Das ist ganz cool. Ja, 9-2. Also, was soll noch passieren? Wir haben vor allem einen Kill gemacht. Das finde ich ganz cool, so als Stufe 4er. War auch nur ein ELC, aber immerhin. Kill ist Kill. Na, 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 na. So. Ja, der Krombel, der heizt irgendwo da hinter den Dünen rum. Ich würde jetzt mal probieren, hier hochzukommen. Ob wir vielleicht noch ein paar Schüsse rauskriegen. Ja, aber spontan behauptet würde ich denken, die Nummer ist vorbei. Wir werden nicht mehr viel erleben. Einfach weil es ist nicht mehr viel da. Und ja, so viel mehr können wir jetzt einfach auch nicht anstellen. Es ist halt leider nur ein Hetzer. Ja, was der Cousin da vorhat, ist mir auch schleierhaft, ehrlich gesagt. Würde jetzt spontan einfach nichts mehr riskieren. Mal gucken. So, das Tornitz ist drauf und wir warten erstmal. Gucken mal, ob uns noch was vor die Flinte läuft. Die Position hier finde ich eigentlich ganz schön, weil man hier durchaus in verschiedene Richtungen schießen kann. Meistens hängen ja auch da, genau, meistens hängen ja auch die Gegner noch da oben auf dem Berg rum. Wir zielen, wir schießen und wir haben nochmal richtig Damage gemacht. Das war schön. Also diese schöne neue deutsche Tank Destroyer Line ohne Rüstung finde ich sehr, sehr cool. Also die ist mir sehr sympathisch, wenn ich mit dem Hetzer unterwegs bin. Da kann man einfach nochmal so einen richtig schönen Spaß mit haben. Ansonsten, wenn dann, sobald da ein bisschen Panzerung dazu kommt, ist man halt leider... unterbewaffnet mit diesem Gerät. Da kann man ja zur Not noch auf Heat umsteigen und ein bisschen Gold rausschmeißen. Es gibt ja so Panzer, die habe ich gern. Der hier gehört dazu. Das heißt, der hat auch ein bisschen Gold gespendet bekommen meinerseits, weil ja, Spaß kostet. Na komm, bleib stehen. Bleib stehen. Schade, schade, Schokolade. Das hätte durchaus noch ein Kill sein können. Dann waren wir wieder zu langsam. Ja, die Munition fliegt halt tatsächlich auch ein Stück weit sehr langsam hier beim Hetzer. Gerade mit der 10 halber, da geht es jetzt nicht so ab. Ja, das Problem ist jetzt,
na, jetzt zerlehren die uns da noch ganz schön, weil einfach zu wenig mit vorgefahren sind. Da ist noch ein T67 und ein Cromwell BE. Ich sehe mich halt persönlich jetzt aber auch nicht in der Situation, dass ich jetzt der bin, der den Angriff anführt. Also könnt mich täuschen, aber eigentlich würde ich das ja ungern machen, weil der Gegner so doch angreifen. Das ist ja seine Aufgabe. Außerdem, solange noch ein OI und so ein Zeug hier rumfährt, muss ich als kleiner Stufe 4er da nicht hinterherfahren. Weil ich muss auch sagen, ich würde schon ganz gerne überleben. Das maximiert den Ertrag und minimiert das Frustpotenzial. Und der Gegner muss ja zu uns kommen. Also es ist ja jetzt nicht unsere Aufgabe. Gut, der Cromwell ist jetzt gestellt von unserer Truppe. Ich denke, der wird vom OI einen fangen und dann wird sich das relativ zügig erledigt haben. Und ich bleibe jetzt einfach hier und schaue mal, ob der T67 noch vom Berg runterkommt oder eben auch nicht. Weil wahrscheinlich sitzt er da oben irgendwo und hofft darauf, dass er Schüsse kriegt und hat aber leider niemanden mehr, der für ihn irgendwas aufklärt. Ja. Wie ich gesagt habe, er sitzt da hinten, aber er sitzt für uns halt auch unerreichbar und damit ist er auch erledigt und wir haben zwei schöne kleine Hetzerrunden gefahren, die wir beide schön gewonnen haben, was mich sehr freut. Ist immer schön, wenn man das erste Gefecht des Tages keine Niederlagen zeigen muss. Also 700 Schaden, 500 EP, 700 Schaden finde ich für Stufe 4 in dem Gefecht sehr anständig. Nashorn war ganz gut dabei. Ja, beim Gegner sind halt auch wirklich ganz viele einfach ohne Schaden geblieben. Also insofern, ja, schwierig. Und komischerweise kommt nur mir das so vor oder sind die OI-Fahrer tatsächlich die Panzer, die immer jemand nimmt, wenn er keine Ahnung hat? Also wenn ich so OI sehe, ganz oft mit 0 Punkten, 0, 80. Bei der Kanone sind 80 Schaden noch gar nicht möglich. Da ist er wahrscheinlich irgendwo dagegen gefahren. Ja, egal, wir haben drei Schuss getroffen. Die haben aber alle drei Schaden gemacht. 794 Schaden für drei Schuss finde ich sehr in Ordnung. Deswegen mache ich auch den Hetzer. Und dann wäre das erste Gefecht des Tages für heute auch wieder vorbei. An dieser Stelle vielen Dank euch allen fürs Zugucken, fürs Liken, fürs Teilen. Abonniert den Kanal, ich freue mich sehr, wenn es ein paar Leute interessiert, weil ich mache das ja hier eigentlich mehr so aus Spaß und der Freude und das ist doch schön, wenn man das mit jemandem teilen kann. Ihr könntet mir ja mal drunter schreiben, wie ihr das Update findet. Ich komme damit noch nicht so richtig, also mir fehlen da so durchaus noch so ein paar Infos, würde ich gerne nehmen. In diesem Sinne, euch einen schönen Tag und bis morgen, der Ära.